Hallo ihr Lieben, wieder. Wir gucken für das Kollektiv der Widder. Was ist jetzt wichtig für euch? Was ist unwichtig? Auf was soll man sich konzentrieren? Wo geht der Fokus hin? Und woraus ergibt sich dann der nächste Schritt? Ich habe es mit einer kleineren Legung gemacht oder mache es mit einer kleineren Legung. Ich mache es mit drei Kartendecks. Ich lasse die Karten nur springen. Ich bin gespannt, was ich dem Kollektiv der wieder damit sagen kann. Es ist eine Impulslegung und soll anregen und inspirieren. Ich hab's gleich. Okay, ihr habt unten den Turm. Es kann sein, dass ihr hier vielleicht von Entscheidungen von irgendwelchen Ämtern oder Behörden abhängig seid. Wir haben natürlich mit dem Turm aus dem hebräischen Alphabet auch eine Zahl, das ist die 100. Und wenn wir die reduzieren, kommen wir auf die 1. Also etwas beginnt neu, es gibt eine Erneuerung. Irgendwas möchte aufwärts streben. Wir gucken uns mal die Ausgangssituation an. Ja, hier ist irgendwie ein Punkt, der in dir einen Konflikt auslöst. Vielleicht gibt es Diskussionen, Gespräche, du musst dich streitbar machen. Möglicherweise geht es um das Thema Vertrauen. Und es ist hier für dich angezeigt, dass du dich ein bisschen zurückziehst, dass du dir Zeit für dich nimmst und dass du darüber nachdenkst, was du denn wirklich möchtest oder für was du dich überhaupt streitbar machst, ne? Was jetzt nicht so auf deinem Bildschirm liegen muss, sind mehrere Themen. Also das ist jetzt nicht der Hauptfokus sozusagen. Es geht nicht darum, dass andere dir sagen, wo sie dich unterstützen wollen. Es geht auch darum, dass andere jetzt nicht so wichtig sind an sich. Es geht auch nicht nur um die Heilung des Mutterthemas bei dir und es geht auch nicht um das Gegenüber. Also es geht nicht um die anderen Personen, die sind jetzt nicht wichtig. Wichtig für dich ist, dass du im Moment ein perfektes Timing hast, ja? Vielleicht auch das so empfindest, dass du bei irgendetwas wartest, bis das perfekte Timing für dich da ist. Die Eieruhr läuft ab, irgendwas dreht sich. Und wenn du da guckst, haben wir ja mit der 1 natürlich wieder den Anfang. Ne? Etwas dreht sich um, die Zeit läuft neu, eine Episode, eine Epoche, vielleicht sogar auch eine Ära. Und es ist eine gute Zeit, weil du sehr verbunden bist mit dir. Du kriegst für die Dinge ein Ja, deine Intuition stimmt, dein Umfeld, deine Grenze ist gesetzt. Vielleicht geht es auch um den häuslichen Bereich irgendwie bei dir. Aber es geht natürlich auch um das Thema Grenzen ziehen oder ja, auf dieses Fundament zu bauen, das man sich erarbeitet hat. Und es geht darum, jetzt auch zu handeln, weil die Zeit einfach gut ist.
So, dann haben wir für den nächsten Schritt, dass du eine Wahlmöglichkeit hast, ne? Dass es an dir liegt, wie du weitergehst. Also auch hier wieder eine Bestätigung. Es geht nicht um die anderen Personen, es geht um deine Entscheidungen, um deinen Weg, um deine Meinung. Was hier wichtig ist, du hast zwei Zeitangaben, dass du hier nicht vorpreschst. Ne? Nimm dir lieber ein bisschen Zeit, denke genauer darüber nach, kläre dich. Und dann kriegst du hier auch ein besseres Ergebnis für deine Dinge, für deine Entscheidungen. Und du hast hier das Gefühl vielleicht, dass du dich besser vor Anker fühlst, dass du dich angekommen fühlst. Möglicherweise geht es auch um eine Änderung der beruflichen Situation, eine berufliche Entscheidung. Oder du spürst einfach, was du dir schon alles erarbeitet hast, auf besondere Art und Weise. So, dann haben wir für dich den Kolibri. Und er sagt dir, ich bin der fliegende Juwel. Hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Also es geht schon um dich und um deine persönliche Einstellung zu den Dingen und so auch, wie du den Weg bestimmst, wie alles weitergehen soll. Was hast du hier für einen Engel, lieber wieder? Du hast den Engel der Motivation. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder neu zu motivieren, auch wenn die Dinge mal stillzustehen scheinen. So schenkt er dir neue Energie. Er erweckt deine Tatkraft und du wirst gleich viel lebendiger sein und kannst gestärkt die Dinge anpacken. Also möglicherweise musst du dich ja auch mal zurücklehnen und überlegen, was möchte ich noch in meinem Leben? Wo ist es mir wert, mich zu motivieren, einen Schritt zu unternehmen, der mich nachher sehr stark erdet, wo es nur um mich geht und um meine Entscheidungen? Ja? Okay, ihr Lieben, wieder. Ihr habt übrigens unten noch den Engel der Stärke. Auch das ist für euch, glaube ich, wichtig. Wenn es um Herausforderungen geht, dass du dir gewiss bist, dass die Stärke, die du benötigst, immer in dir ist, egal was passiert. Und dass äußere Einflüsse eben immer wirken. Da geht es dann halt drum, dass man sich öffnet, die Entspannung zulässt und auch das Abgeben und das Gefühl, dass du mit dir im Reinen bist, sich ausbreitet in dir und dann hast du auch diese Stärke, die du benötigst für deine Dinge. Ihr Lieben, wieder, ich drücke euch bis bald.